Hallo und herzlich willkommen im Deutsche Bank Park. Wow, was für ein Feeling. Doch wie bin ich in Zeiten von Corona hier reingekommen? Das und wie heutzutage ein Großevent durch die neue i3 Group umgesetzt wird und sicher ist, das zeige ich Ihnen jetzt. Matthias, du bist Product Owner der Stay Safe Solutions. Was versteckt sich dahinter? Welche Prozesse gibt es und was habt ihr alles im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen vorgenommen? Man kommt ja als Teilnehmer des Veranstaltungsevents hier per Auto an, wird schon vor der Zufahrt zum Parkdeck von dem Personal in Empfang genommen, wird begrüßt, ein erster Fieberscan im Auto wird gemacht tatsächlich und es wird ein Badge, ein Tracker übergeben, hat den Sinn, dass in Sachen Nachverfolgung, aber auch Distanzkontrolle einfach wir da die Möglichkeit haben zu reagieren. Schritt 2, nach der Ankunft per Auto kommt man in einen Welcome-Bereich, den haben wir wirklich komplett temporär umgebaut. Das heißt, man kommt an, man steht vor einem großen Gate, unser Security Gate, angefangen von der klassischen Handdesinfektion bis hin über den Fieberscan nochmals. Wir haben eine Maskenerkennung, die ist auf künstlicher Intelligenz basierend, die wirklich erkennt, habe ich eine Maske oder habe ich nur die Hand davor gehalten. Dann geht es weiter über einen Fieberscan. Ist der Check okay? Geht es weiter? Ich kann durch das Gate gehen und werde dann in einen Wartebereich geleitet, um dort den Schnelltest zu machen, den Corona-Schnelltest. Der Abstrich wird gemacht und man wird dann innerhalb von 10 bis maximal 20 Minuten per E-Mail oder WhatsApp oder SMS benachrichtigt. Im negativen Testfall, ja, herzlich willkommen. Super, klingt sehr durchdacht. Danke dir fürs Update. Sehr gerne.